Tag 3 in der bevölkerungsreichsten Stadt des Ruhrgebiets. Heute zeigt sich, ob das Rossini mit frischem Kapital die Chance auf eine Veränderung bekommt. Tag Nummer 3 in Dortmund, Tag Nummer 3 im Restaurant Rossini. Ich bin gespannt, ob David das Geld besorgen konnte. Ohne Geld wird es nicht weitergehen. Morgen. Oh, hi. Hi, guten Morgen, Frank. Na, wie geht's? Alles gut? Ja. Prima. Gut, kommen wir zum Thema. Konntest du das Geld besorgen? Ja, ich konnte das besorgen. Ist dir schwer gefallen? Ja, selbstverständlich ist mir das schwer gefallen. Aber es ist ja auch dem Wohl der Familie, des Restaurants und dass das hier auch alles weiterläuft. Ne? Ich möchte mir damit ja auch selber beweisen, dass mir meine Familie und das Restaurant wichtiger ist als ein bisschen Metall an einem Arm. Jetzt kommt mein Teil der Abmachung. Du willst mir helfen. Wir machen weiter. Prima, sehr schön. Das aber nur so, wie ich es sage. Okay. Bist du dir dessen im Klaren? Auf jeden Fall, 100%. Das will ich, ja. Gut, gut. Dann würde ich sagen, gib mir mal den Ladenschlüssel. Bitteschön. So. Ich werde den Laden nämlich jetzt abschließen. Ja. Und du wirst hier nicht mehr reinkommen, bis wir fertig sind. Okay. Und wo ist Carlo? Der ist zu Hause. Gut, dann ruf ihn an. Okay. Ich habe was organisiert. Wir werden heute was gemeinsam unternehmen. Prima. Und was? Pass auf, wir werden Folgendes machen. Wir werden... Frank Rosin hat einen Masterplan. Also. Oh, guck mal, wer da kommt. Oh. Hallo. Der feine Ösi. Oh, okay. Und die Chefin. So gefällt dir das. Ja? Darf ich vorstellen? Hallo. Hi, der Flo. Ja. Hallo, Nora. Hi. David, hi. Betreiber des Rossini. Ah, sehr schön. Ja, wir sind jetzt busy, ihr auch, ihr habt viel zu tun. Küche steht im Vordergrund. Alles klar. Okay. Und den Rest up to you. Hier sind die Schlüssel. Danke. Abschließen. Und wir kommen wieder, wenn ihr fertig seid. Wunderbar. Alles klar? Alles klar. Okay, so, pass auf. Carlo, wo wohnt er? Sollen wir den abholen? Holen wir ab, komm. Ja, komm. Gute Sache. Denn der Sternekoch hat einen Ausflug geplant. Vor anderthalb Jahren war Frank Rosin bei den ungelernten Gastronomen Anja und Uwe Zimmermann zu Gast im Piccolino. Hier will er David und Carlo heute zeigen, wie man mit dem richtigen Konzept erfolgreich sein kann. Ein Klempner und eine Verkäuferin übernehmen eine Pizzeria, übernehmen die Speisenkarten und die Preise, kalkulieren nicht. Und dann ist keine Kohle mehr da und dann ruft er mich. Doch Anja und Uwe gaben nicht auf, vertrauten Frank Rosin und kämpften für ihr Kellerrestaurant. Mit Erfolg. Ihr habt fürs zweite Testessen von möglichen 50 Punkten sage und schreibe 41 Punkte. Mega! Hey, hallo, buongiorno Duisburg! Meine Schöne! Oh. Und wie cool du aussiehst, guck mal. Hey! Schön, ich habe mich gefreut, den Frank mal wiederzusehen. Wir sind auch hier, um zu arbeiten. Von daher gehen wir jetzt in die Küche und werden ein bisschen Cucina Italiano machen, was wir beide ja machen wollten. Mhm. Ne? Du kannst dich ein bisschen umgucken, du kannst auch mit dem Chef mal ein bisschen reden, was wichtig ist. Yes. Und du hörst uns auch mit und dann würde ich sagen, Bella Donna, Mamma Mia, Alimente, ciao, ciao, Roma, Roma. Schön vorbereitet, setz vor der Lieb. So, Jacke weg. Okay. Mein Freund, wenn wir gerade mal hier sind, dann möchte ich auch mit dir ein bisschen arbeiten. Wir haben ja gesagt, wir wollen anfangen, zusammen eine neue kulinarische Idee zu erarbeiten, für dich, die authentisch ist. Lass uns anfangen. Ich wollte mit dir Gnocchis machen. Richtig schöne, original italienische Gnocchis. Yes. So. Und das wollte ich dir jetzt mal zeigen. Sei mir nicht böse, aber Gnocchis, ich komme aus Süditalien und das ist mein Reich. Wenn du nichts dagegen hast, würde ich die gerne selber machen. Ja? Vielleicht. Also das heißt du? Ich würde gerne und Gnocchi. Ich bin jetzt du und du bist ich. Genau so ist es. Wenn du nichts dagegen hast. Nö, gar nichts. Gar nichts? Nö. Wollen wir anfangen? Klar, komm. So. Wir machen erstmal. Was machen? Ich brauche eine Waage. Ich brauche 1 Kilo Kartoffeln, ja, und 300 Gramm Mehl.
Alles klar. Kriegen wir das hin? Kriegen wir hin. Ob Carlos traditionelles Rezept den Sternekoch überzeugen wird? Meine Oma hat das früher auch so gebracht. Da gab es keine Kartoffelpresse früher. Nee. Was ist denn das Wichtige? Gibt es etwas, das man beim Gnocchi-Teig unbedingt beachten muss? Beachten, man darf das nicht kneten. Umso länger man das knetet, umso gummiger werden die Gnocchis. Gesiebtes Mehl nun sensibel in die Kartoffelmasse arbeiten, ein Ei dazugeben und das Ganze mit Salz und Muskat würzen. Und schon beginnt der Maestro, die Kartoffelnocken zu portionieren. So, man macht diese mit der Gabel, damit die Soße besser auf eindringt in die Nudeln. Schön, ne? Oh, ja, Küche ist Liebe. Küche alles mit Liebe, dann schmeckt es auch. Während sich die Köche näher kommen, setzen sich Uwe und David im Gastraum zusammen. Ja, David, jetzt hast du unsere Gaststätte oder Pizzeria kennengelernt. Ja, viel und Liebe. Sieht sehr schön aus. Ich kann dir nur sagen, es ist eine harte Zeit gewesen mit dem Frank. Ich habe in der Zeit 7 Kilo abgenommen. Ich meine, die habe ich jetzt wieder drauf. Eine Frage beschäftigt David noch. Und wo hast du die Kraft dafür jetzt so aufgebracht? Halt? Der sagt so, ich höre jetzt mal auf den Frank und mach die Augen zu und gebe ihm mein Herz in seinen Händen und vertraue ihm. Weil sowas in der Art hast du ja gemacht. Das ist ja auch das, was ja auch gerade von mir ja auch gefordert wird. Es ist halt auch nicht einfach loszulassen. Ich lasse ja gerade los. Das war mein Traum eigentlich, die Pizzeria, das war unser Traum, auch meiner Frau ihr Traum. Und wir haben gesagt, gut, jetzt war der Frank hier, jetzt kneifen wir die Arschbacken zusammen. Und das haben wir getan und wir können uns eigentlich nicht beschweren. Also du willst es auf jeden Fall noch mal wiederholen? Auf jeden Fall. Ich hoffe, ich konnte dem David ein bisschen auf die Sprünge helfen, indem ich ihm das jetzt erzählt habe, wie das hier abgelaufen ist. Und ich hoffe, dass er es verstanden hat. Der Carlo hat die Gnocchis gemacht. Ich mache dazu eine Soße. Eine kleine Soße. Und dazu gibt's ein feines Lachsfilet. Für die Soße nun die halbierten Cocktailtomaten in Olivenöl schmelzen, durchschwenken und eine Handvoll Schalotten dazugeben. Dann gilt es, die Steinpilze zu schneiden. Olivenöl. Gut. Und bei Pilzen ist für mich immer wichtig, die Pfanne muss heiß sein. Ja. So, und jetzt lassen wir sie in Ruhe. Weil jetzt wird die Pfanne kalt. Pilze bestehen zu 90% aus Wasser. Du weißt ja alles. Frank Rosin gibt auch hier noch Schalotten hinzu. Okay, Salz, Pfeffer. Ey, das hat der Uwe immer noch nie gelernt. Hat er immer noch hier seine Küchendildos. Ey. Das gibt's gar nicht. Ey. Salzen, pfeffern und dann alles mit einem Schuss Weißwein ablöschen. Ein Löffel Tomate. Reicht, ja. Dann dürfen auch die Gnocchi für 3 Minuten ins Wasser. So, ich hau die Gnocchis hier rein. Sobald diese im heißen Salzwasser schwimmen, noch etwas Basilikum an die geschmelzten Tomaten geben. Basilikum braucht man nicht rein, kann man auch grob. So, so, unsere Gnocchi aus Kalabrien. Die Gnocchi sind jetzt nicht Nudeln, sondern das sind was ganz Besonderes. Handgemacht, handgeformt. So. Wahre Kultur. Fertig ist Carlos kalabrisches Herzensgericht. Hausgemachte Gnocchi in Tomatenlachssoße. Fantastico. Da ist der David da. David, Signore, prego. Das haben wir jetzt hausgemachte Gnocchi gemacht. Hausgemachte Gnocchi? Gnocchis, yes. Das ist für mich authentische italienische Küche, wo er sagt, das ist Carlo. Oh ja. Schmeckt's denn auch nach Süditalien? Mmh. Mmh. Sehr, sehr lecker. Mmh. So, lieber David, das ist unsere Zukunftsküche in Rossini. Und ich glaube und ich bin fest überzeugt, dass die Leute auch begeistert werden. Also ich denke mir, wenn da zwei Profis neben mir stehen und mir sowas sagen, dann kann ich nur sagen, dass ihr vollkommen 100% recht hast. Bist du überzeugt, dass Carlo Tipico Authentico die Zukunft ist?
Das bin ich 100%, ja. Okay, Hausaufgabe. Mach eine Speisenkarte. Kreiere eine Speisenkarte, la Carlo. Capito? Sí. Und dann werden wir für dich und deine Frau morgen ein kleines Candlelight-Dinner veranstalten. Gerne. Und wo, wenn ich fragen darf? In deinem Laden. Und es wird hier gekocht und allen vor zum Feuerschein. Meine Frau wird sich da sicherlich 100% freuen. Ich habe euch lieb. Alles Gute. Ich habe euch lieb. Ich habe euch lieb. Ehrlich. Ich habe euch wirklich lieb. Dankeschön. Wirklich. Ehrlich. Na, da möchte ich nicht wissen, wenn du jemanden nicht magst, wie das abgeht. Ja. Wenn ich jemanden nicht mag? Ich bin schon mal raus. Okay, ihr könnt gehen. Schön. Ciao. Bis morgen.